und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, ich weiß, ihr wollt Black Ops 2 nicht mehr sehen, aber ich mach's trotzdem, denn ich habe ein Rennen zu Prestige 1. Ich habe mit einem Freund gewettet, wenn ich gewinne, dass ich vor dem Prestige werde, dann muss er mir eine 20 Euro PlayStation Network Karte geben. Und wenn ich verliere, gebe ich den eine. Und ich habe schon ungefähr 40 Level Vorsprung, glaube ich. Ich muss gucken. Weil er kann die online spielen, aber hat er Pech gehabt. Das haben wir in den Winterferien ausgemacht, dass wir ab diese Woche Samstag nochmal von neu anfangen. Da war Doppel-TLP, wie wir alle wissen. Ja, und ich bin schon irgendwas mit 40. Denn ich habe mich schon beeilt. Ja, das war gerade ein Fail, aber das interessiert doch sowieso keinen. Das Video mit Menendez kommt. Nein. Okay, weil manchmal kommt das Video mit Menendez, da wo der seine Schwester verloren hat. Zumindest da wo sie verkrüppelt wurde. Weil die Mafia, die das Haus abgefackelt hat. Ja, oder die Scheune. Ja. Jo, falls ihr euch fragt, was das ist eine Flasche gewesen. Ja, Verbindung zum Online-Dienst. Ja, die Kamera muss ein bisschen fokussieren, aber die kann die weiße Schrift nicht lesen. Das ist nicht so gut, deshalb. Revolution kommt. Kaufen das. Oh, geil. Nein! Ich verarschen, ich kaufe das sicher nicht den Season Pass. Jo, ich bin 46 und was ist der für ein Level? C, der ist Level 4. Ich bin 42 Level höher. Lassen wir die, das habe ich ein neues. Neue Waffe, eine neue Maschinenpistole. Die Scorpion Evo. Nice. Das heißt, welche Waffe tue ich weg? Welche Waffe tue ich weg? Soll ich normal bleiben? Das mach ich schon normal. Die DSR, die brauche ich noch. Ja, die kann weg. Scheiß auf Pumpguns. Scorpion Evo, Freischatten und Ausrüsten. Boah, stark gerade, meine Mutter kommt nach Hause. Lazy? Ja, hätte ich aber gehört. Das war nicht meine Mutter. Das war nur mein Hündchen. Sie hat mir gerade ein bisschen Angst ein. Weil ich hier allein bin, komplett allein in so einem richtig fetten Haus. Und ne, Prestige 9. Ich hab keinen Bock auf Prestige Meister. Nochmal suchen. Die muss gleich erfordern. Okay. Ich geh direkt los. Oh, wer solche Penner? Die müssen. Der die rumlabern hat, da habe ich keinen Bock drauf. Abschuss bestätigt. Das kommt mir wirklich immer richtig gut. Das ist doch richtig geil, finde ich. Das ist das Beste von allen. What the fuck? Ey, was ist das für ein Penner, Alter? Werfen. Springen um. Zack. Um. Bist du blöd dafür, oder was ist los? Penner. Oh, eine Drohne. Hä,
und schwuler Prestigemeister. Wo? Du hast einen fetten Vorsprung an. Ja. Ja. Jetzt bin ich sauer. Okay, nicht ganz sauer, kann man nicht so nennen, aber. Tja. Ey, was ist das für ein Penner, Alter? Ich verarschen. Kann er noch nicht mal richtig snipen, ey. Oh mein Gott! So ist einfach. Chill mal, du Penner. Ach, da kommt er. Ach, und mir auch einer. Super, ist schon gut los. Heißt gleich Abschluss bestätigen, machen, ach nicht. Kampftraining, Waffen auf Peppen. Bock drauf, das kostet mir ein PDW, Penner. Zack. Flex-Visier, der wird total schon revisieren. Stark. Mist. Ja, geht so. Ja, Visier hat gestört. Geil, ey. Was ist das für Penner? Schwule Prestige-Penner, Alter. Scheiße. Wenigstens Zufallssniper, aber er war okay. Er war okay. Let's go. Kommt ein Penner mit einer Scorpion Evo von hinten. Ich glaube, wieder mies. Boom. Ich erinnere mal. Ja. Schnell hat irgendwie nicht. Wie da eine feindliche Landmine hinkommt, also S-Mine. Ach, warte mal. Okay, was ist das für ein Penner gewesen? Ja, ja, ich schief ihn richtig auf dem Head drauf und ja. Super. So. Also kommt ganz sofort. Kommt denn da? Was für Vorräte? Ich hoffe, es für die. Was ist das für ein Pedobär, Alter? Ey, was sind das für Pedos? Die hat da meine Waffe geklaut, dieser Penner! Komm her, ich mach dich weg. Ganz genau meine Waffe. Oh, komm ich nicht mehr dran in den dritten und zweiten und so. Und natürlich schwer.
Ja, geil. Jo, danke schön. Alter, direkt mit der Köln, dieser Penner. Kapitalistenschwein. Hey, slash Waffe. Ja, super. Ich bin nicht so. Doch, ich bin auch gestorben. Schneide ich manchmal echt nicht, wie das so System. Manchmal funktioniert das Spiel voll anders. Ja. Das wird unseren Generälen sehr missfallen. Ja, aber meine Waffe hat mir eine Waffe geklaut, der Penner. Waffen auf Petten. Ah, scheiße, nein. Stumm. Ja, geht doch. Muss geil. Gott, geil. Ach Gott, hier ist mir scheiße. Ja, Hälfte und Rakete. Das ist echt schon ein paar Mal. What the fuck? Voll in die Fresse reingeballert. Noch später. Drohnenstellung auch noch schlimmer, Alter. Ja, ich hab's gebracht, ich zieh dann ein Team. Ich suck die ja nur ums genaue Level, nicht um das Prestige, das ist geil hier. Sollte du Penner. Ey, verpiss dich mal. Ey, was ist das für ein Penner, Alter? Soll ich mal verpissen, wenn er zu blöd ist? Ja. Ich hasse irgendwas Bestellung, weil es scheiße ist. Muss ich echt noch dran üben. Bergkästen, die Kills klaut, die Penner. Scheiße. Wie umkämpft.
Ja, ich hab nur Munition. Wir erobern. Piss dich mal Leiche. Junge. Der Penner war da oben. Die Stellung erobert. Bei Drohnen ist das so keine Heldenrakete, seitdem juckt das mich nicht, wenn ich die nicht kriege. So. Und da lang muss ich. Stellung identifiziert. Die Feinde haben die Stellung erobert. Ja, ne? Ich hatte dazu noch Fail. Das war großer Fail bis jetzt. Ah, es ist sowieso noch Kampftraining. Nicht zum Leveln gedacht. Dumme Leiche muss ja verschwinden, einfach. Alter! Was ist das für eine Scheiße? Muss dann schon AG oder wie? Ding. Wie kommt das Wichsding da drauf, Alter? Das ist der schwule Todbringer. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung erobert. Stellung abgeriegelt. Tja. Als ob
bist ein pädophiles Arschloch, Alter. Ja. Geil. NMS-Scanner. Wird einfach verdurcht. Geil. Wie geil ist das denn? Nur noch Headshots muss ich verteilen. Oh, wie geil ist das denn? Ja, schon bei dir, du Pisser. Den goldenen Raketenwerfer. Ernsthaft. Scheiße. Hä? Hab ich durch mein Bucket. Hinter uns. What the fail? Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung erobert. Stellung gehört. Ah, vorletzter, schade. Egal, scheiß drauf. Ja, ihr habt gesehen. Ja, gar nicht, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwas mit 2000 Punkte hatte ich gerade. Ja, Prestige 10 ist natürlich gut. Ist klar. War dann ciao, ne? Das war's von den beiden Let's Plays. Ich weiß, es fällt mir schwer, aber tschüss.